Wir haben vorhin von Sascha gehört, beim ersten Vortrag, die These, dass Beziehungen auch ein Stück Sicherheit sind, weil sie uns auffangen und auch weil uns Beziehungen die Möglichkeit geben, unberechenbar zu sein. Jetzt wissen wir aus der Soziologie der sozialen Netzwerke, es gibt mehr als einen Typus von Beziehungen. Wir haben auf der einen Seite das, was wir normalerweise so als soziale Beziehung werten, also wirklich Freundschaften, Familie und so weiter. Davon können wir nicht so viele haben. Es gibt einen Soziologen, Robin Dunbar, der mal gesagt hat, so bei 150 macht unser Gehirn dicht, also mehr als 150 Leute können wir nicht richtig gut kennen. Er hat das herausgefunden aus der Untersuchung von Gehirnen und aus der Untersuchung von römischen Legionen und Clanverbänden und Dorfgemeinschaften. Und wann immer er geguckt hat, hat er gesagt, okay, so die engste Gruppe, das sind 150 Verbindungen und dann ist Schluss. Daneben gibt es, das wissen wir auch, die sogenannten schwachen Bindungen. Wir wissen auch, dass uns die wirklich nützen und dass diese sogenannten schwachen Bindungen, also Leute, die man irgendwo mal kennengelernt hat und wo man den Kontakt hält und eines Tages diesen Kontakt auch wieder aktivieren kann, dass diese schwachen Bindungen, das sind, was eigentlich soziale Netze erfolgreich macht, weil die helfen uns, diese sozialen Bindungen sehr, sehr effizient zu verwalten und im Zweifelsfall zu sagen, hey, wir kennen uns, wir sind uns zwar seit der Schulzeit nicht mehr begegnet, aber wenn wir jetzt beide in der Stadt sind, dann können wir auch mal ein Bier miteinander trinken oder ich scheue mich auch nicht, dich möglicherweise um Hilfe und Unterstützung zu fragen. Was ist aber, wenn wir wohin kommen, wo wir keinerlei Bindungen haben und auf diese Bindungen angewiesen sind? Was ist, wenn wir wohin kommen, und geraten in eine Gefahrensituation. Und das Einzige, auf das wir bauen können, ist, dass Fremde so viel Beziehung und so viel Bindung zu uns aufbauen, dass sie bereit sind, uns zu helfen, möglicherweise auch was für uns zu riskieren. Wie sicher kann ich auf meine Mitmenschen bauen, wenn ich bedroht bin? Mut und Zivilcourage, dazu möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Ich freue mich sehr zu begrüßen Salome und Sabrina. Kleinen Applaus. Also ich versuche es mal neben dem Pult, weil ich glaube, man sieht mich vielleicht nicht. Wir haben schon gesagt, es könnte dann aussehen wie bei Tooltime der Wilson, der dann wahrscheinlich nur so ein bisschen zu sehen ist. Ja, also wir sind heute da für den Part Zivilcourage und darüber wollen wir mit euch ein bisschen sprechen, vielleicht auch später in Kontakt kommen zu dem Thema. Es ist natürlich ein großes Thema und wir in den 15 Minuten versuchen wir, euch ein bisschen auch von unserer Arbeit zu erzählen oder warum wir überhaupt hier sind. Das ist ein Bild von Fabian Zalasaremi. Fabian Zalasaremi war mein Bruder. Er ist 29 Jahre alt geworden und ist am 25.10.2008 gestorben. In der Nacht zum 28. September 2008 hat er einem Pärchen geholfen, die in Not waren. Die wurden bedrängt von vier Männern. Und das Ganze ist passiert in einer Diskothek. Also mehr als fünf, sechs Leute waren da bestimmt. Es waren ungefähr 70. Und er war der Einzige, der dazwischen gegangen ist und geholfen hat, dass diesem Pärchen nicht noch mehr passiert. War auch sehr typisch für ihn. Also er hat nach links geschaut und nach rechts geschaut, war ein sehr herzlicher Mensch, sehr humorvoll auch. Und er konnte nicht wegsehen. Und als er dann auf dem Heimweg war, haben ihn diese vier Männer, diese Täter, dann aufgelauert, haben ihn brutal zusammengeschlagen, haben ihn ohnmächtig liegen lassen auf der Straße. Und dann ist ein Taxi gekommen und hat ihn überfahren. Er hatte dann noch vier Wochen, in denen er um sein Leben gekämpft hat. Und in der Zeit haben wir als Opferfamilie und als Bürger erlebt, wie es denn ist, sich sicher zu fühlen oder unsicher zu fühlen. Die Polizei hat es nicht geschafft, die richtigen Täter zu finden. Das waren dann wir. Also wir als Familie haben durch das Internet die Täter gefunden. Es war auch ganz einfach herauszukristallisieren, wer denn an diesem Abend in der Diskothek war, wer kennt wen und so weiter. Und über die sozialen Netze hat man ganz schnell Bilder, auch Bilder, die so ein paar Gewaltszenen auch verdeutlichen. Also konnten wir der Polizei die Täter
die richtigen Täter dann auch präsentieren. Und das war dann dieser Moment, wo man sich eigentlich unsicher fühlt und denkt, okay, wir machen jetzt irgendwie Polizeiarbeit. Warum sitzen Unschuldige im Gefängnis? Da war dann für uns ganz klar, hier gibt es Missstände. Also zum einen in der Gesellschaft, warum haben nicht andere auch geholfen? Warum haben die Leute weggesehen? Warum ist es ein Einzelner, der hilft und keiner kommt ihnen dann zu Hilfe? Weil das Ganze ist ja in einem Stadtkern passiert. Drumherum gab es noch andere Lokalitäten, die hätten irgendwie bei Hilfe schreien oder Hilfe rufen helfen können. Warum ist das in unserer Gesellschaft so? Warum achtet man nicht mehr aufeinander und geht blind an einem hilfsbedürftigen Menschen vorbei? Das ist das eine. Und das andere, das System. Wie kann das System uns oder diejenigen, die wirklich helfen wollen, auch ein Stück weit schützen? Wir haben nämlich auch in der Zeit erfahren, wie viele Menschen sagen, ja, Zivilcourage hin, Zivilcourage her, das ist ja alles schön und gut, aber ich melde mich als Zeuge, gehe vor Gericht und dann wird schön präsentiert mein Name, mein Wohnort und die Täter wissen genau, wo ich bin. Das ist auch in unserem Fall passiert. Viele Zeugen haben sich gar nicht getraut, ihre Aussage zu machen oder wurden eingeschüchtert von der Täterfamilie, überhaupt ihre Aussagen nochmal zu überdenken. Und da, all diese Missstände haben uns als Familie, Freunde und auch engagierte Bürger gesagt, hier, wir wollen nicht warten, bis endlich sich irgendwas ändert oder verbessert. Wir müssen jetzt handeln. Wir wollen den Menschen, die so verunsichert sind, weil viele wissen auch gar nicht, was man in so einer Situation macht, wollen ihnen Sicherheit geben. Und das war ein Grund, im Namen meines Bruders einen Verein zu gründen für Toleranz und für Zivilcourage. Ja, mischst du dich ein? Oder mischst du dich ein? Das fragen wir ganz oft Jugendliche und Erwachsene. Und ganz oft kommen die Antworten entweder ja, auf jeden Fall. Oder ich würde ja gern, weiß aber nicht wie. Oder aber auch, nee, das geht mich nichts an. Wir haben uns gefragt, warum sind die Menschen so unsicher? Warum trauen sie sich nicht? Wir müssen was ändern, wir müssen ja, die Menschen das Bewusstsein irgendwie öffnen, dass sie darüber nachdenken. Was würdet ihr wollen, wenn ihr alleine seid? Euch sollte auch geholfen werden. Die Journalist hat sie gefragt. Was habe ich euch gezeigt? Du meinst, wie hässlich du bist. Das ist ein Billigwasser, hä? Billigwasser und ein Billigwasser. Gott. Wo ist Klapper, hast du was? Die Schwane, kommst du nicht von oder was? Mann, wo aus die Schmiede? Was wollt ihr? Lieber weiter. Ja, komm. Ey, gleich wird's noch knallt. Ja. Hey, Isa, Mutter schickt mich los, dich wieder nach Hause zu holen, Mann. Das geht doch nicht, wir sind alle selber. Immer muss ich sie suchen. Mal jetzt, Mann. Wer bist du eigentlich? Nein, nicht dein Bruder. Nein, wirklich? Ja, ja, bin dann der Kalle, ne? Danke. Wir möchten auf keinen Fall mit erhobenen Finger dastehen und euch sagen, was ihr zu tun und was ihr zu lassen habt. Wir wollen lediglich mehr Sicherheit bieten und euch ein paar Ideen geben, wie ihr euch verhalten könnt. Grundsätzlich ist natürlich das Wichtigste, dass sich niemand selbst in Gefahr begeben sollte. Und wir glauben, wenn man selbst empathiefähig ist, kann man auch diese Empathie an Menschen, die man ja wahrscheinlich in solchen Situationen ja gar nicht kennt, auch weitergeben.
sollte sich einfach auch niemand alleine fühlen. Egal zu welcher Tageszeit oder an welchem Ort auf dieser Welt. Aber wie sieht denn die Realität aus? Also ihr habt gerade ein Video gesehen und das war ein Projekt in Berlin. Das war ein Ferienprojekt mit diesen Kindern. Wir hatten vorher ein Courage-Training gemacht und auch über Courage gesprochen. Und das waren deren Handlungsideen. Also so sieht es aus, was sie machen würden. Was da in diesem Clip ganz gut rüberkommt, ist, die Täter gar nicht beachten, ihnen gar keine Plattform geben, sondern auf das Opfer zuzugehen. Und das ist auch unsere Arbeit. Wir arbeiten viel mit Jugendlichen und jungen Kindern, also am liebsten würden wir schon mit Kindergartenkindern arbeiten, um ihnen einfach auch das Gefühl zu geben, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein, eine Gemeinschaft zu sein und eben niemanden alleine zu lassen. Und wenn das funktioniert, dann bleibt keiner mehr alleine, weil wir sind dann die Mehrheit und nicht mehr die Täter. Und die, die wegschauen, unterstützen ja die Täter. Und hier sieht man ein ganz gutes Beispiel aus einem Kurs, den wir in der 5. Klasse in einem Gymnasium gemacht haben. Da haben wir gefragt, was ist denn für euch Zivilcourage? Und auch ganz süß war eine Antwort, da sagte ein Junge, ja, ich habe das schon mal gehört, ich glaube, es ist eine Krankheit. Und das fanden wir sehr sympathisch und das ist uns auch wichtig, diesen Begriff Begriff wirklich greifbar zu machen und in ihre Lebenswirklichkeit hinein zu projizieren. Und das ist auch, was wir uns für euch wünschen. Zivilcourage bedeutet, oder mutig sein, bedeutet nicht, dass ihr euch in Gefahr bringen sollt. Stellt euch vor, ihr seid in Sachsenhausen in der Apfelweinkneipe Wagner zum Beispiel und sitzt da, es kommt ein Bus mit Japanern oder auch anderen asiatischen Freunden und am Nachbartisch gibt es rassistische Äußerungen. Wie würdet ihr selbst handeln? Würdet ihr handeln? Würdet ihr darüber hinwegsehen? Vielleicht dann ein paar Stunden später sagen, oh Mensch, hätte ich was gesagt? Oder würdet ihr auf den Kellner zugehen, ihm darüber berichten? Würdet ihr euch vielleicht zu den Japanern gesellen und sie herzlich willkommen heißen in Frankfurt, der mit Abstand coolsten Stadt überhaupt? Und das sind die Dinge, die wir bearbeiten. Und je öfter man über solche Szenen und solche Bilder, wir haben euch ja jetzt auch Bilder mitgegeben von diesen Jugendlichen aus Berlin, die überlegt haben, wie sie reagieren würden, einfach pfiffig, smart, kreativ helfen. Und diese Bilder, je öfter ihr diese Bilder auch abruft, desto sicherer werdet ihr in eurem Umgang sein in solchen Situationen, die unerwartet passieren können, und zwar überall. Das kann bei euch am Arbeitsplatz sein, Mobbing ist ein Thema, Cybermobbing im Internet, natürlich auch euren Kindern oder jemanden, den ihr sehr gerne habt, dass der irgendwo in einer Situation Hilfe braucht. Und je öfter man über solche Dinge nachdenkt, desto sicherer werdet ihr sein und auch reagieren können. Und natürlich wünschen wir uns, dass die Menschen auch ein Stück weit ein bisschen zusammenrücken. Ja? Das Internet hat es doch auch irgendwie ein bisschen uns alle zusammengebracht. Also die Welt ist ein bisschen kleiner geworden durch das Internet. Von unserer Vereinsarbeit oder das, was wir euch noch mitgeben möchten, ist unser Slogan Mut ist gut. Es gibt nämlich Situationen, in denen man sich nicht zu schade oder auch nichts kann peinlich sein. Es gab einen Zwischenfall, den ich erlebt habe, dass eine Situation total unsicher war. Also man hat gesehen, da passiert irgendwas. Ich war im Auto, also in einer sicheren Umgebung und da drüben sind irgendwie drei Leute. Es ist dunkel, ich kann nichts genau sehen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, einfach weiterzufahren und zu sagen, ja, wer weiß schon, ist bestimmt alles in Ordnung, ist nicht so schlimm. Nein,
was habe ich nicht gemacht? Also für mich ein Wendepunkt in dieser ganzen Geschichte. Ich fahre hin und ich will sicher sein, dass dort nichts Schlimmes passiert ist. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, denn da waren drei Jugendliche und der eine Junge war fast am Verbluten, war hochalkoholisiert und seine Freunde hatten überhaupt keine Ahnung, was sie tun sollen. Also weder Polizei oder 112 gerufen, gar nichts, gar nichts. Und dann habe ich die Jungs angesprochen, habe gesagt, hier Leute, was ist los? Und dann haben sie gesagt, ja, er wird uns morgen hassen, wenn wir jetzt die Polizei rufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es denn für ihn einen Morgen gibt, ja, guckt euch mal euren Freund an. Und irgendwie war dann auf einmal klar, ja natürlich, sie hat ja recht, was soll das? Das ist nicht peinlich, die Polizei anzurufen. Und selbst wenn sie nicht einschätzen können, ist das jetzt wirklich eine Gefahrensituation oder nicht, das müssen sie nicht entscheiden. Ja, und ja, wir haben dann gemeinsam die Polizei angerufen und der Junge hatte schwere Verletzungen und es ging aber alles seinen richtigen Lauf und das ist wichtig. Also ich würde euch heute mitgeben, niemals zu zweifeln, sondern einfach nachfragen. Nachfragen ist wichtig. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Und das sind so Situationen, in denen ihr es nie peinlich ist zu fragen und es ist falsch, nichts zu tun. Ja, ich würde euch gerne noch ein bisschen was erzählen, was wir in unserem Verein machen. Und zwar versuchen wir in Workshops für Jugendliche an Schulen und in Jugendzentren diesen Begriff Zivilcourage irgendwie greifbarer zu machen. Wir machen das natürlich nicht alleine. Wir haben da Unterstützung, zum einen mit Musikern, mit Tänzern, mit Graffiti-Künstlern, um den Jugendlichen so die Möglichkeit zu geben, ja, auf kreative Art und Weise, so wie der Grundschüler war es, ja. Mit Spider-Man, fünfte Klasse Spider-Man, ja, damit die sich einfach selbst Gedanken machen, was bedeutet dieser Begriff eigentlich. Und wir haben erlebt und ja, erfahren, dass sobald diese Jugendlichen sich kreativ auch mit Begriffen, in unserem Fall ist es Zivilcourage, aber es klappt mit Sicherheit auch mit ganz anderen Begriffen. Sobald die sich damit auseinandersetzen, verstehen die Dinge auch viel besser. Neben diesen Workshops besuchen wir natürlich auch Kongresse und schließen uns mit anderen Vereinen zusammen. Da wird es in diesem Jahr zum zweiten Mal den Bundeskongress für Zivilcourage geben, der diesmal auch in Hessen stattfinden wird, in Heppenheim. Wir unterstützen Theaterprojekte und was machen wir noch, Sally? Das coolste Event natürlich, das ist im Rücken, ich habe es nicht gesehen. Werkstraße zeigt Courage machen wir seit 2009, also zu Ehren Salas quasi. Hat angefangen, dass wir also das erste Mal 2009 an seinem Geburtstag dieses Open-Air-Festival veranstaltet haben und es seitdem jedes Jahr wiederholen. Mittlerweile mit Bands aus dem gesamten Bundesgebiet und das ist immer eine ganz schöne Plattform, auch ja, alle zusammenzukriegen. Es ist ein netter Austausch ja, mit den Vereinsmitgliedern und mit allen, die sich für das Thema interessieren. Und ja, hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch dabei. Es würde uns sehr freuen. Und ja, zum Abschluss möchten wir euch gerne noch einen Clip zeigen zu unserem Videokunst- oder Filmkunstprojekt, was wir im letzten Sommer an der Friedensbrücke in Frankfurt gemacht haben. Zivilcourage heißt für mich auch, sich für andere Leute einzusetzen. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt und es ist auch ganz, glaube ich, ganz wichtig, anderen, Schwächeren beiseite zu stehen, sich für sie einzusetzen. Toleranz ist für mich die Grundvoraussetzung für das Zusammenleben aller Menschen. Und das wünsche ich mir natürlich ganz besonders für unsere Stadt Frankfurt. Zivilcourage heißt für uns, nicht wegzuschauen. Ich wünsche mir für unsere Kinder eine Welt, in der Courage und Toleranz selbstverständlich sind. Ich sag mal, was Courage nicht ist.
keine Angst zu haben. Wir alle bestimmen mit, in was für einer Gesellschaft wir leben. Erhalte dir die Fähigkeit, dich in andere reinversetzen zu können. Courage ist gut, Toleranz ist gut, Mut ist gut. Wir sind hier, um Zivilcourage zu beweisen und zu zeigen. Eingreifen, nachfragen oder Hilfe rufen. If you see something, you know, terrible going down, it's all right to step in and try to give a helping hand. Behandle jeden einzelnen Menschen genauso, wie du selbst behandelt werden möchtest. Nicht weghören, Mund aufmachen. Frankfurt besteht aus Jung und Alt und wir sagen eindeutig Nein zu Gewalt. Frankfurt ist eine freie, offene und tolerante Stadt. Und das ist verdammt gut so. Vergiss nicht, Mut ist gut, schaut nicht weg. Mut ist gut! Seid offen und mutig in euren Gedanken und Taten. Ich halte es für selbstverständlich, dass wir dafür verantwortlich sind, dass es hier ein vernünftiger Platz zum Leben ist, für uns alle. Denkt dran, es könnte immer eure kleine Schwester oder euer kleiner Bruder sein. Schaut nicht weg, ruft Hilfe, Mut ist gut, meine Leute. Auch wenn ihr nicht so breit seid wie diese zwei Jungs, ihr könnt immer noch die Bullen rufen, harter Fahrt, ja? Und wenn du in der Notlage bist, wünschst du dir auch Hilfe. Und daran solltest du dich erinnern, wenn andere Leute deine Hilfe brauchen. Also Zivilcourage fängt genau bei einem selbst an. Mikro ist verhext hier, das Funkmikro. Nehmen wir das. Oder ich bin zu doof dafür, das kann auch sein. Ganz wichtig ist die Frage, wie erfährt man mehr über euren Verein? Ja, wir sind auch im Internet vertreten. Dieses Internet, ich habe davon gehört. Da gibt es doch diese tollen Webadressen, sag mal. Ja, fabiansalaserbe.de. Und ja, vielleicht darf ich das hier auch nochmal verkünden. Also wir finden eure Seite und alles total super. Wir sind, wie gesagt, alles ehrenamtliche Leute und machen alles wirklich in unserer Freizeit. Und wenn einer irgendwie Interesse hat, uns da zu helfen, auch bei diesem Bundeskongress so tolle Sachen zu machen, sind wir mehr als dankbar und hoffen natürlich auch, irgendwie ein bisschen nach vorne zu kommen mit dem Verein. Wird sich garantiert jemand finden nach heute. Blöde Frage, Interesse halber, sag mal, ist die Bärbel Schäfer zufällig an der Unterführung vorbeigelaufen? Nee, wir haben das rumgeschrieben. Also wir haben, glaube ich, auch ganz viele Tweets rausgesendet und so weiter. Und da gab es Leute, die sich daraufhin gemeldet haben. Und wie gesagt, Frankfurt ist eine Großstadt, aber doch klein genug, um ganz viele tolle Menschen hier reinzuholen für das Projekt. Jetzt möchte ich dich zum Abschluss noch mal bitten, so ein bisschen zu spekulieren. Es ist ja so, wir haben letztes Mal, auf dem letzten Webmontag, gab es einen Vortrag über die Wirkung des Netzes oder die Rolle des Netzes im arabischen Frühling. Und die These dazu, dass das sehr viel in Gang gesetzt hat. Auf der anderen Seite gibt es diese These, ja, wenn ich bei Facebook gefällt mir geklickt habe unter dem Demo-Aufruf oder sonst was, dann reicht das vielen schon. Es gibt dieses böse Schlagwort vom Clicktivism, also dass viele Leute klicken, aber nichts mehr machen. Wie ist das mit der Netzgesellschaft? Wie nimmst du das wahr? Also Leute, die auch sehr stark im Netz leben, sind die eher bereit, Mitmenschen beizustehen oder nicht? Ist das tatsächlich Clicktivism oder kann man sagen, wissen wir nicht, ist eigentlich wie immer? Wie gesagt, reine Spekulation. Also ich denke, in anderen Ländern, wo man wirklich für einen Rechtsstaat, Demokratie und auch für Freiheit kämpft, hat das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wir haben wir sind wahrscheinlich ein bisschen verwöhnt mit diesen Themen und lesen vielleicht eine Überschrift und klicken tatsächlich oder lesen nur die Hälfte und nehmen nur teilweise Inhalte wahr und klicken, ohne wirklich zu begreifen, um was es da geht. Dennoch bin ich sehr dankbar, dass man da trotzdem Menschen mobilisieren kann. Ja? Aber ich glaube, die Bedeutung in den Ländern, in denen Demokratie, Freiheit fehlt, ist das ein sehr gutes Instrument. Ja. Blöde Frage, bremst das manchmal auch aus und nach dem Motto, oh Gott, wenn ich jetzt hier einschreite, ist das morgen bei Facebook? Also ich glaube, ich sehe das wie auch ganz am Anfang. Ich finde Facebook okay, es gibt nichts, was ich verheimliche und gerade in der Zusammenarbeit mit dem Verein geht es bei mir ineinander über und
wenn ich wichtige Informationen rausgeben will, dann gebe ich die auch raus und ich glaube nicht, dass mir irgendwas peinlich ist oder so. Also das glaube ich nicht. Also es hat seine Vorteile. Was ich erschreckender finde, ist, das muss ich dazu sagen, auch im Zusammenhang mit Zivilcourage ist, diese falsche Zivilcourage. Es wird jetzt, und da haben wir uns auch sehr dagegen gewehrt, wenn mal wieder jemand umgekommen ist, und da bitte ich auch die Presse mal oder die Medien überhaupt zu überdenken. Zivilcourage bedeutet nicht immer gleich, dass man stirbt. Ja? Da wünschen wir uns einen positiven Umgang damit. Zivilcourage sind auch Menschen, die helfen und die sich dafür einsetzen, von denen wird zu wenig geredet. Und diese falsche Courage, die mich im Moment erschreckt, ist einfach, dass die Täter immer gleich identifiziert werden als Südländer oder Menschen, die scheinbar nicht aus unserem Umfeld kommen, dass die so angeprangert werden. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Und das ist erschreckend zu lesen, wie rechtspopulistisch da diese Kommentare gerade auf Facebook da explodieren. Das macht mir Angst. Gibt es noch eine Frage oder eine Meinung von euch? Ich will so bloß wie... Eckert Berlin. Hier habt ihr euch überlegt, euch auch mal an die Politik zu wenden, jetzt mit Videos oder Werbebotschaften. Denn ihr kennt bestimmt den Fall Johnny K. in Berlin, wo die Täter jetzt offen auftreten und Opfer und Justiz verhöhnen. Und der eigene Bürgermeister sagt, da hat der Johnny K. halt Pech gehabt. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort, wohlgemerkt in der Nähe vom Rathaus. Ja, die Politik scheint ein blindes Auge zu werfen auf Gewalt und schiebt das eben halt auch auf die Zivilgesellschaft ab und sagt, okay, da müssen halt die Bürger Zivilcourage zeigen und sich halt am Ende ein Messer in Brücken jagen zu lassen. Oder halt, wenn dann wirklich was passiert und einer von den Tätern wird verletzt, dann ist auch derjenige, der Zivilcourage gezeigt hat, derjenige, der sich vor Gericht wiederfindet. Ja. Was habt ihr davor dagegen? Also wir haben uns nicht auf die Politik verlassen, sonst ist man dann ein bisschen verlassen. Sich an die Politik zu wenden, als jemand, der Justiz und Politik sind für Sicherheit verantwortlich. Es gab einen pseudo-runden Tisch in unserer Stadt und wir hatten das Gefühl, wir sind einfach nur da, damit das Thema mal besprochen wird und das war's. Also wir wurden von politischer Seite her, haben wir gemerkt, dass da nicht das Interesse ist. Das ist leider so. Ich glaube, es muss noch mehr passieren, damit vielleicht mal was passt, also dass wirklich Aktionen stattfinden. Wir könnten, wenn wir gefragt werden würden von politischer Seite, würden wir direkt die Missstände aufklären. Wie kann es sein, dass Menschen, die Zivilcourage zeigen, sich als Zeuge melden, wie kann es sein, dass sie so entblößt werden vor Gericht oder dass überhaupt ein Prozess, dass das ein Jahr dauert, bis ein Täter überhaupt in den Gerichtssaal kommen kann oder, und das habe ich nicht erzählt, ich habe unsere Geschichte gar nicht, ein Täter bei uns ist noch flüchtig, interessiert keinen, der ist weg. Ja, der Polizist, den ich darauf angesprochen habe, der hat gesagt, Frau Sarimi, machen Sie mal nicht die Welt verrückt, ja? Der ist schon da, wenn der Gerichtstermin ist. Und, wo ist er? 5 Jahre danach. Ja, euer Verein wendet sich doch aber an die normalen Leute, an die einfachen Bürger. Ja, ich habe unserem Bundespräsidenten habe ich auch schon geschrieben. Das ist wirklich sehr schwierig. Wie gesagt, wir sind zum einen Ehrenamtliche und wir sind sehr, sehr laut. Aber es braucht uns alle. Wir alle müssen ein Stück weit auch sagen, wir müssen die Gesellschaft ein bisschen verändern und sagen, weil, ich sage Ihnen warum, ein Täter hätte keine Chance, wenn wir alle jetzt, wie wir hier sitzen, wenn wir alle aufstehen und sagen, hey, stopp, was soll denn das? Dann hat ein einzelner Täter keine Chance. Und das muss auch ein bisschen verändert werden. Und die Politik, na klar, wir sind da, wir versuchen, wir organisieren einen Bundeskongress und wir werden den Bundespräsidenten einladen. Und dann werden wir sehen, was die daraus machen, ja.
Gab es schon eine Reaktion eigentlich vom Bundespräsidenten? Ja, wir haben einen netten Brief von seiner Sekretärin bekommen. Naja, mal sehen, ob es dabei bleibt. Vielen Dank. Jo, gern nochmal klatschen. Thank you.